Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Game und der Comiczeichner Goran Palov, der zurzeit mit Gus Ennis zusammen an Punisher Get Fury arbeitet, wurde am 28. Oktober in den frühen Abendstunden urplötzlich ins Krankenhaus gebracht wegen einem Schlaganfall. Er hat sich jetzt via Twitter gemeldet. Er ist auf alle Fälle auf dem Weg der Besserung und er entschuldigt sich auch noch bei Marvel dafür, dass er eben jetzt gerade die erwarteten Seiten von Get Fury nicht fertig macht. Ich denke, er soll sich erstmal erholen und ich möchte hiermit auf alle Fälle auch gute Besserung wünschen. Ne? Goran Palov, ich denke, er schwimmt noch sehr unter dem Radar. Wie immer gehe ich natürlich auch vorher gerne immer mal durch, was so von ihm produziert wurde und was ich so kenne. Und es sind leider oftmals nur, dass er mal so Gastzeichner war. Ne? Er hat mehrfach auch an Punisher Max mitgearbeitet. Ne? Ansonsten war er auch der Zeichner von Punisher Platoon, was ja vor einiger Zeit auch bei Panini erschienen ist. Ne? Und er war auch für die... Oh Gott, jetzt ist es wieder weg. Punisher Barracuda Miniserie der Zeichner und auch an die Fury Max Serie, die ja auch im Punisher Max Universum spielt, die ich ja auch richtig, richtig geil finde, ne? Und auch eben von den Zeichnungen. Das sind wohl die Sachen, die er so am meisten macht. Also man könnte ihn wirklich wohl als Punisher Zeichner schlechthin auch zur Zeit wohl bezeichnen, da er wirklich da so die meisten Sporen sich verdient gemacht hat und dadurch wohl auch die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat. Ansonsten ist es mal doch eine Ausgabe Spider-Man und auch zwei oder drei Ausgaben von Why the Last Man, ne? Und auch noch recht aktuell hat er auch eben ein paar Hefte zur Hit-Girl-Serie zugesteuert, wo ja jetzt immer dieses Kreativteam immer wechselt, ne? Hat er mit die Storyline Hit-Girl in Hongkong illustriert, ne? Auf alle Fälle gute Besserung, ne? Und das war's auch schon, was die News angeht. Aber ich möchte auch noch mal was in persönlicher Sache hier sagen. Ich denke, ihr habt auch gestern das kleine Video auf meinem Kanal gesehen. Ein Dank an Comics, Atomic Comics und Comic in Schrägstrich. Was ist in dem Paket, wo ich ja ein unvorstellbar riesiges Paket und schweres Paket zugeschickt bekommen habe mit richtig, richtig viel coolem Stuff drin. Und ich war ja dann irgendwann nur noch sprachlos, was ich da alles rausgeholt habe. Und möchte auf jeden Fall auch hier nochmal ein wirklich herzliches Dank aussprechen an euch. Na, das ist, ihr habt mir eine riesige Freude gemacht. Ich kann das alles noch gar nicht fassen. Ich bin jetzt immer noch am Überlegen, wo ich jetzt mit der Büste und der Figur hin soll, weil hier in dem Schrank habe ich leider eigentlich keinen Platz mehr. Ich habe jetzt die Büste erstmal hier unten im Deadpool-Fach. Das ist immer das, was ihr nicht so seht. Und da liegt auch noch Zeug, wozu ich auch noch ein Video aufnehmen muss gerade, ne? So, weil das meist nicht so zu sehen ist. Benutze ich es eben auch oft mal so mit als Abschlagefläche. Genauso wie dieses Fach hier, in dem meine gelesenen Comic-Hefte liegen, die ich mal irgendwann einsortieren muss. Ist mittlerweile so ein Stapel. Muss ich dann im Weihnachtsurlaub dann mal endlich mal alles wieder mal eintüten und wegpacken, ne? Ich bin da immer so ein bisschen faul, was das angeht, ne? Aber mir geht hier auch langsam der Platz aus, ne? Hier stehe ich jetzt schon doppelt, ne? Und ja, das heißt eigentlich diese schöne Optik hier mit den Figuren hier davor und diesen einzelnen Heften davor, das muss leider alles weichen, damit ich die Hefte hier doppelt stellen kann. Ich werde jetzt als erstes wohl dieses Fach mal nochmal komplett leer machen, was eigentlich schade ist, weil ich es cool fand, die Deadpool-Hefte hier so griffig zu haben, ne? Auch wenn ich selbst diese Laschen nie zumache, weil ich mag ehrlich gesagt diese Hüllen mit den Laschen nicht. Ich habe die lieber diese offenen, ich mag die schlichtweg nicht. Vor allem, weil ich auch immer wieder was rausnehme, das muss schnell gehen und das hält dann bei mir nicht, ne? Aber die werden dann eben wahrscheinlich wieder auch in irgendeiner Kiste lader landen, ne? Damit ich hier den Platz ausnutzen kann. Also der Platz geht sowas von zur Neige, aber das war gar nicht das, was ich wirklich sagen wollte. Ich will nochmal einfach zu ein paar Sachen was sagen, die eben in diesem Paket waren.
einfach, wo ich dann mir einfach auf die Worte gefehlt haben oder wo ich dann schon irgendwas Nächstes gesehen habe und dann mittendrin, bumm, schon im Gedankensprung, da jetzt gerade den Satz mittendrin abgebrochen habe, den ich eigentlich gerade beenden wollte und will einfach mich nochmal zu ein paar Kleinigkeiten äußern. Als erstes möchte ich nochmal was zu den Hörspielen sagen. Ich habe mit Hörspielen ehrlich gesagt keine großartige Erfahrung, außer eben noch aus der Kindheit Benjamin Blümchen, so ein bisschen, ne? Ich kann da auch ehrlich gesagt gar nicht versprechen, dass ich mir das anhöre. Möchte ich ganz ehrlich sein. Ich finde auf alle Fälle die da drinne sind, vor allem diese CDs da, diese drei, finde ich auf alle Fälle sau interessant und wäre da auch wirklich neugierig. Bei mir ist aber eben auch generell so ein Konzentrationsproblem. Ich kann mich zum Beispiel auch auf Fernsehen gar nicht so sehr konzentrieren, ne? Darum lese ich eben auch sehr viele Comics, weil da bin ich zur Konzentration durchs Lesen gezwungen, ne? Und ich gucke gerne Filme in 3D, weil durch das 3D bin ich auch zur Konzentration gezwungen, ne? Während ich bei normalen Filmen dann auch mal plötzlich irgendwas anderes in die Hand nehme und dann den halben Film gar nicht mitkriege, ne? Und das ist, die Gefahr besteht dann eben auch beim Hörbuch, beim Hörspiel. Das lege ich rein und dann spiele ich nebenher und kriege von diesen Sachen wahrscheinlich nur die Hälfte mit. Da weiß ich halt wirklich nicht, ob ich dazu überhaupt komme oder ob ich das wirklich überhaupt zu Ende höre, sage ich mal. Was ein bisschen schade ist. Ich hoffe, dass ich das irgendwie mal mit unterkriege. Wirklich, also vor allem diese drei, ich hole die jetzt einfach mal. Denn da waren ja so viele dabei, dass man das dann ja gar nicht weiß, was ich überhaupt meine. Ne? Hier die schwarze Sonne zum Beispiel. Und böse, alles wird gut. Und vor allem hier das Ding. Wie heißt das? Bibliothek der Leiden, alles aus. Ach, das sind drei. Ach, das sind drei. Die Bibliothek der Leidenden? Alles aus Liebe und völlig wertiert aus Punk BVN. Ja, also hier wirklich gerade diese drei reizen mich wirklich, ne? Und ich hoffe, wobei das sind ja dann eigentlich auch schon alleine schon drei, also sind das ja dann schon alleine fünf, ne? Mal schauen, wie ich das vielleicht so mitunter kriege, aber da befürchte ich halt wirklich, dass ich davon eben wirklich nur die Hälfte wahrnehme. Das ist halt immer so bei mir leider dieses böseartige Problem, ne? Weil die reizen mich wirklich einfach. Es ist schon gleich so vom Cover her ansprechend. Da sieht man eben, Cover ist eben auch ganz, ganz wichtig, ne? So, dann, wie gesagt, es war ja urisch viel drin. Man kann ja gar nicht zu allem irgendwas so direkt sagen. Aber diese beiden, die stehen jetzt aus gutem Grund hier. Ja, ich wollte die da oben nicht wegstellen, dementsprechend habe ich geguckt, was mache ich. Ich war jetzt auch am Überlegen, ob ich hier die ganzen Fahrzeuge auspacken packe. Ne, mache ich vielleicht auch jetzt noch, obwohl ich das eigentlich gar nicht vorhatte. Ich freue mich riesig über dieses Excalibur, wenn das nicht ganz klar geworden ist. Ja, das ist wahrscheinlich nichts, was ich im Englischen vom Lesen her hinkriege. Ne? Weil mein Englisch ist es so, dass ich mittlerweile gut verstehe, aber gerade so bei alten Sachen. Da wird es schwierig. Ihr wisst, wie da die Schreibe einfach noch ist. Die ist nicht so umgangssprachlich. Ne? Heute lese ich ja, wie ist es digital, schon mal relativ viel auch Englisch. Und vor allem Marvel ist da recht entspannt, was englisches Lesen angeht. Wobei ich sagen muss, bei Ed Brubaker ist es auch da schon wieder kniffliger, was ich da von ihm gelesen habe. Ne? Weil er auch so ein bisschen eben mehr schreibt und mehr eingeht und mehr Hintergründe beleuchtet. Ne? Aber darüber freue ich mich wirklich, weil ich bin ja wirklich auf dem Wege, so ein Chris Claremont-Fan zu werden. Darum wünschte ich mir auch wirklich, dass Hachette die X-Men Collection zu uns bringt. Ich werde es wohl nie schaffen, mir diese X-Men Archivdinger zu holen. Und die Taschenbücher, muss ich ehrlich sagen, kommen für mich einfach vom Medium nicht her in Frage. Ich glaube, dass Taschenbücher auch heute funktionieren könnten. Aber nicht in der Form, wie es damals war. Sondern es muss ein Format gewählt werden, bei dem es keinen Verlust gibt, bei dem man nicht rumdoktoriert oder irgendwas verändert. Ich nehme da als Beispiel einfach die lustigen Taschenbuch-Classic-Dinger von Carl Barks. Dort hat man einfach ein größeres Format gewählt, damit man eben hier nicht dran rumdoktorieren muss. Und wenn das einfach wirklich eins zu eins abgedruckt werden kann, ist das gut. Ne? Ich glaube wirklich sogar, dass gerade Panini damit gerade solche alten Sachen
wirklich nochmal auf den Markt bringen kann. Ich rede nicht von neuen Sachen, aber gerade wirklich solche Sachen könnte man super gut darin unterbringen. Nochmal den Peter David dran von Hulk. Auch eben hier das ganze Chris Claremont Kram von den X-Men könnte man mal nach super in Taschenbuchformat unterbringen. Zu einem angemessenen Preis natürlich. Also, ne, muss ich dazu sagen, ich rede dann eben auch von Preisen, wie wir es vom lustigen Taschenbuch, die gehen bis 10 Euro, die richtig dicken Premium-Dinger, ne? Ja, könnte man gerade für sowas wirklich mal nutzen, ne? Denn die Klassik-Sachen als andere Trades, ich bin aber vorsichtig, weil bin ja schon Leuten auf Füße getreten, aber das ist eigentlich, weswegen das damals war, eh hinfällig, weil Panini ja zumindest was Marvel angeht, das komplette Konzept der Veröffentlichung so verändert hat. Ich will generell auch noch mal ein zweites Teil zu eine neue Auflage sozusagen von meinem, was Panini schlecht macht, machen, wo ich aber eher beleuchte, was sie gut machen. Dafür haben sich aber ein paar andere Sachen offenbart, die sie schlecht heutzutage machen, ne? Aber da wäre sowas echt angebracht, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt lese. Ich werde bestimmt mal reinlesen, ob ich es zu Ende lese. Gerade bei Englisch und dieser Zeit ist schwierig, aber ich freue mich riesig, dieses Stück hier stehen zu haben, ne? Genauso wie ich mich hierüber freue. Na, diese Captain America-Ausgabe, klar, ich habe die auf Deutsch, irgendwo steht die hier hinten. Hier hinten steht sie, da ist sie drin, in diesem Band, ne? Hier, da, ne? Ihr seht es nicht, aber egal. Da ist die Ausgabe mit drinnen. Im Deutsch, aber das ist das Englische. Dazu noch ein Variant Cover, ne? Steht ja hier Variant Edition. Finde ich einfach nur geil, sowas hier stehen zu haben. Ne? Ich bin nicht dieser Sammlertyp wert oder sonst was. Ich weiß auch nicht, ob jetzt irgendwas von diesem Wert ist. Ich finde es einfach nur geil. Es ist eine Erstausgabe. Es ist eine 25-Ausgabe. Dazu noch eben die Ausgabe mit dem Tod. Keine Ahnung, ob davon irgendwas wert ist. Es ist mir sowas von egal. Ich bin da so oder so nicht, mir ging es nie ums Wert, aber ich finde es einfach cool, dass hier steht. Oh, du stellst dich bitte wieder richtig hin. Muss da unbedingt nochmal mir was auch einfallen lassen, wie ich das hier besser hinkriege. Ne? So, aber finde ich richtig geil und wird natürlich ärgerlich, wenn ich hier wirklich dann zwei Reihen stelle, weil ich dann eben diese Sachen gar nicht mehr hier so stehen haben kann. Aber die bleiben jetzt auch hier erstmal stehen, diese beiden Sachen. Ne? Ich war sogar im Überlegen, das hier oben wegzupacken. Gut, das kann ich ohne Sorge jetzt weg. Auch packen ist zwar geil, es zu haben, aber eben, wenn sowas ist, ist es geschenkt, ist es so. Ja, dafür mache ich jetzt auch immer mal einen Austausch noch mit den anderen, dass ich immer mal jetzt jedes Mal was anderes dahin stelle, weiß ich nicht. Freut mich riesig. Gerade die beiden möchte ich einfach erwähnen. Ne? Ich freue mich über alles, was da drin ist. Ne? Ich auch noch mal richtig mit dieser Blade-Ausgabe beschäftigen. Aber die beiden mussten schlichtweg hier hin. Ne? Dann habe ich beim Schnitt dann gemerkt, ich hatte dieses Comic ja dann reingehalten, dieses Flash, ne? Und dann hatte ich aber schon gesehen, dass mich da unten was Schwarzes angelächelt hat, wo ich doch gesagt, mir schon gedacht habe, nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Und war hier gerade mitten im Satz und habe den unterbrochen und war dann mit dem Gedanken komplett raus. Und ich habe diesen Satz zu einem gänzlich schlechten Moment abgebrochen, wie man nur abbrechen konnte. Und zwar habe ich gerade gesagt, bei Flash ist es jetzt so, dass ich nicht. Betonung nicht, ne? Und dann habe ich den Satz beendet und habe das schwarze Etwas da unten gesehen, was ich dann als die Ausgabe schlechthin Punisher Ma Noir, jetzt wollte ich Punisher Max auch sagen, aber Punisher Noir herausstellte und habe das wirklich diesen Satz an so einer Stelle abgebrochen und ich habe Angst, dass das vielleicht missverstanden wird. Ich wollte ganz sicher nicht sagen, ich werde Flash nicht lesen, falls das falsch angekommen ist, ne? Ich lese das auf alle Fälle. Ich wollte nur sagen, auch wenn mir das gefällt, werde ich es trotzdem natürlich nicht sammeln, weil ich einfach schon zu viel sammle. Ich werde dann jetzt nicht in diese Serie einsteigen, ne? Und mir jetzt hier Band 2, 3, 4, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Erstmal gucken, ob das zweiwöchentlich oder nur wöchentlich ist. Eine zweiwöchentliche, da sind wir bestimmt schon, auch bei Band 8 oder so, ne? Das ist nicht drinne bei mir, schlichtweg. Ne? Ich sammle zu viel. Hauptaugenmerk bleibt leider nun mal Marvel. Ich finde es einfach nur geil, auch mal da reinzuschnuppern, weil ich wirklich gerne auch mal über meinen Tellerrand blicke. Und ich gucke ja schon in viele, viele Richtungen. Ne? Marvel ist hauptmäßig, aber Mangas, andere Graphic Novels, Reprodukt und so. Bin ich ja wirklich überall auch mit dabei. Ne? Aber ich kann mich da eben nicht so ausbreiten, weil
jeder von uns hat nur begrenztes Geld und Marvel zumindest bringt zum jetzigen Zeitpunkt so viel cooles Zeug, dass ich kaum hinterherkomme. Ne? Ich hoffe auch, dass bei den neuen X-Men dann, was jetzt kommt mit Hickman, dass ich da ein bisschen selektieren kann, schlichtweg, weil auch Hickman zwar richtig geile Sachen schreiben kann, aber er schreibt mitunter auch Sachen so, dass es mir zu viel wird. Das war eben vor allem bei seinem Avengers Run so, weil man das überhaupt nicht als einzelne Sache mal lesen konnte, sondern du musst es alles da lesen, komplett und mal einfach eine Storyline rauspacken. Das ist überhaupt gar nicht gegeben. Das war mir viel, viel zu anstrengend und hat mir dadurch auch oftmals gar keinen Spaß gemacht, weil vor allem es war ja irgendwie jedes Heft war eigentlich nur ein Prolog für Infinity und dann ein Prolog für Secret Wars, ne? Und dementsprechend gehe ich von aus, dass ich da ein bisschen selektieren kann, wenn der Neustart bei den X-Men kommt, ne? Aber es ist eben, ich sammle so viel und ich bin eigentlich immer schon froh über jede Serie, die dann eingestellt wird. Natürlich nur eingestellt, wenn sie auch in den USA eingestellt ist. Über sowas wie Spider-Gwen und Gwenpool ärgere ich mich zu Tode, ne? Aber es wird eben nicht drin sein, dass ich jetzt hier von mir mehr hole, ne? Aber ich freue mich hierüber riesig, ne? Und dann auch noch etwas, wo ich unbedingt nochmal ganz, ganz speziell was sagen möchte, ist eben diese Captain America-Ausgabe. Ich hatte sie ja am Ende des Videos nochmal in der Hand gehabt, wo ich mir ja dann auch nur noch einen abgeschammelt, wo ich schon in die richtige Richtung von der Wortwahl gehen wollte. Aber dadurch, dass ich mir da so einen abstammle, halte ich das auch für nicht gut. Ja, ich habe diese Story schon eben, genau in demselben Ding, was ich gerade eben schon hier angefasst habe, hier der Tod von Captain America, ist das ja mit drinnen, ne? Inklusive dieser Ausgabe. Das ist ja beides da drinnen, ne? So, dieses hier zu haben, ist für mich trotzdem was ganz Besonderes. Auch wenn ihr wisst, ich mag dieses Sonderbandformat, wie es damals war, nicht so sehr von der Qualität, ist das für mich was ganz Besonderes. Das war so dieser Zeitpunkt, wo ich so wieder zum Comic zurückgefunden habe, vom Manga. Ich war ja wirklich nur auf Manga gehypt. Dann kam das ultimative Universum durch dieses Spider-Man-Game so ein bisschen dazu, aber es war eben nur dort, ne? Und dieses hier ist eben auch zu diesem Zeitpunkt, wo ich so mehr wieder langsam hineinkam, Buffy, Hulk und so, das war ja das, womit so, und der dunkle Turm abseits des ultimativen Universums, wo ich so langsam wieder zurückkam und da ist eben auch diese Ausgabe damals erschienen und ich war damals so am Überlegen, mir das mitzunehmen. Ich wusste aber nicht, was ich davon halten soll. Damals war, hatte ich auch noch Zugriff auf einen Comic-Shop, weil ich irgendwo gearbeitet habe, wo ein Comic-Shop war. Der hat dann aber auch viel später zugemacht. Der hat mir hiervon aber auch abgeraten, weil das nicht Captain America hier drin ist. Und ich hatte es damals nicht mitgenommen und ich habe es immer bereut und ich habe ja von diesem Run ja nur einige Ausgaben. Also ich habe ja der Tod von Captain America 1 und 2, dann Ausgabe 3 hier raus, Ausgabe 5 oder 6 und nochmal eine Ausgabe ziemlich am Ende. Ich glaube Ausgabe 9. Ne? Es ist eben eine von auch diesen Sachen, wo ich Lücken habe, die ich am liebsten wirklich schließen wollen würde, wo ich mir aber auch schon mit Englischen ein bisschen ausgeholfen habe. Wie zum Beispiel Captain America Reborn habe ich mir auf Englisch geholt, ne, und wegen Winter Soldier, wo mir ja auch die Hälfte fehlt, weil ja Hachette nur den Prolog gebracht hat. Das habe ich mir alles irgendwann mal auf Englisch geholt, aber da weiß ich auch, dass ich mit Englisch mit Ed Brubaker auch gar nicht klarkam. Ist zwar auch schon einige Jahre her, dass ich das gelesen habe, und auch im Englischen habe ich eben nur so ein paar K-Issues sozusagen geholt. Da habe ich immer noch Lücken und müsste eigentlich mal genau gucken, weil was ich da noch genau brauche, weil manche Sachen laufen gar nicht unter Captain America, sondern unter Civil War und dadurch blickt man da auch nicht so ganz bei dem Englischen, ne? Aber das ist wirklich so was, diese Ausgabe nur zu besitzen, ist für mich gerade so was ganz, ganz unvorstellbar Besonderes, ne? Ich weiß auch noch, dass die damals auch wirklich irgendwie schweineteuer war. Ich kann immer gar nicht mehr sagen, wie teuer irgendwas ist, weil ich mir das nie einprägt. Ich weiß nur, es war so teuer, dass es nicht mal im Grundgedanken für mich klar war, dass ich das vielleicht mir hole. Ne? Ist genauso wie mit X23 Band 2 und 3 von der damaligen Ongoing-Reihe, wo ich hier auch irgendwo da Band 1 stehen habe. Warum zeige ich darauf? Ihr seht es nicht, wenn ich es nicht rausziehe. Wenn ich alles rausziehe, fällt alles um. Jedenfalls, da kostet ja Band 2 und 3 mittlerweile auch über 50 Euro, wenn man das irgendwie mitnehmen will. Ne, und Target X und das alles, das habe ich mir dann alles auch auf Englisch bei Comixology geholt. Ne? Und ich bin da so mega begeistert und da würde ich ja auch gerne alles haben. Ne?
Gut, wenn ich vielleicht auch mal auf die Intercom kommen könnte, würde man das vielleicht auch kriegen, wenn ich da sehe, was da alle für Schnäppchen machen. Ich denke mir nur, komme ich nie zu solchen Preisen ran, weil ich nur den Online-Handel habe und da auch Zweithand, ne? Aber das ist wirklich was so Besonderes für mich, dieses Ding hier zu haben. Ja, das kann ich gar nicht wirklich beschreiben. Es war wirklich so, dass ich bereut habe, dass ich das damals nicht geholt habe, dass ich das nicht zu schätzen wusste, dass wir das hier auf dem Markt haben. Ne? Und ne, ich habe das alles zwar gestern mit euch zusammen so ein bisschen gesichtet, aber es ist eben alles immer noch nicht so wirklich angekommen. Aber diese Sachen wollte ich jetzt erstmal schon mal nochmal irgendwie hervorheben, weil ich im Video, das war zu viel, dass ich da gar nicht so richtig auf das alles reagieren kann. Ich habe da noch eigentlich viel mehr, zu dem man nochmal was sagen müsste, ne? Aber gerade hierzu, also hierüber. Na, und über diese drei jetzt, die sind für mich so was Besonderes, ne? Ja, also wirklich, ne? Genauso wie auch eben über diese Figuren. Ich weiß nur nicht, wohin damit. Ich habe sie jetzt zurzeit auch eben hier unten stehen, alle beide. Ist aber natürlich Mist. Ich bin jetzt am Überlegen, in meinem Wohnzimmerschrank, also in der Schrankwand, habe ich eben auch so eine Vitrine. Die ist natürlich eigentlich dafür gedacht, dass man da eben die Schnapsgläser und Weingläser und so reinstellt. Aber da ich ja eh nicht trinke, stehen da eigentlich nur Coca-Cola-Gläser von McDonald's drin und kein Regenbogenglas. Ich bin leider nicht so clever wie Tanzverbot und hol mir dies, um das dann mir als Wertanlage zu sichern. Also, ne, bin ich jetzt am Überlegen, ob ich da das obere Fach leer räume und die dort reinstelle. Einfach nur nice. Und wenn ich sie da drin habe, kann ich sie ja auch ohne den Karton da reinstellen, was nun mal generell schöner ist. Ich habe aber eben so eine Angst, dass damit derselbe Mist passiert wie mit der Spider-Man-Figur, die ich ja damals hier oben hatte und nur angefasst habe und darüber gesetzt habe und plötzlich ist auseinandergefallen. Ne? Gut, wahrscheinlich wird die mir schon mal irgendwann davor mal irgendwann runtergefallen sein und das hatte ich gar nicht mehr irgendwo im Hinterkopf, aber. Es war ja wirklich so. Ich habe mir die Aufnahme mal angeguckt. Ich habe die nur angesetzt und rübergepackt oder wollte sie rüberpacken und die Beine sind abgebrochen. Ne? So, ne? Also, ja. Also, ne? Und davor habe ich halt Angst. Ne? Ist eben so. Möchte ich nicht. Ne? Ja, also, ich möchte nochmal halt wirklich sagen, riesiges Danke an euch drei aussprechen. Also an Comics, Atomic Comics und Comic Inn. Ne? Ich hätte natürlich auch nie mit sowas gerechnet. Ich kann das auch immer noch nicht so richtig fassen. Gestern, nachdem ich eben das ausgepackt hatte, das Video aufgenommen habe, ne, ich bin erstmal wirklich so eine gute Stunde hier, wirklich wie Falschgeld durch die Wohnung. Ich habe Sachen schon weggeräumt, dann habe ich sie wieder vorgeholt, mir nochmal angeguckt, ne, bis ich ja mal irgendwann das Video geschnitten, also das Video auf den Computer gepackt habe und bearbeitet, da verging über eine Stunde nochmal zusätzlich und immer auch dazwischen nochmal hin und her und geguckt und. Es ist wirklich einfach so eine heftige Sache da gewesen. Wow. Ne, also einfach nochmal herzlich Dank für diese unvorstellbare Menge und darunter auch eben wirklich so viel Zeug, wo ich wirklich jetzt so schon mit Herzblut dabei bin, weil eben wirklich Sachen dabei sind, die ich wirklich einfach wirklich haben wollte, wie das oder eben Punisher Noir, das ist jetzt eben im Wohnzimmer auf dem Lesestapel. Ne? Ich habe noch drei Sachen von meiner letzten Bestellung liegen. Eine Sache davon ist trotzdem noch immer oben drauf. Die anderen beiden Sachen, und ihr könnt es euch denken, es ist eben eine Semi-Sammelserie, die gute Harley, die ist ganz unten jetzt drinne erstmal. Ich habe also sprich alles erstmal da hochgepackt, auch wenn da immer noch Sachen dabei sind, die bestimmt trotzdem nach Harley rücken, aber erstmal steht jetzt alles eben über Harley, ne? Es wird nur eben der eine Band noch, hoffentlich heute noch, wenn ich es hinkriege, gelesen, ne? Und dann gucke ich mich hier durch, weil, ne, auf alle Fälle dann erstmal Punisher Noir, ne? Ja, also nochmal herzlichen Dank einfach, ne? Ich fange schon wieder an, eben jetzt, dass mir einfach die Worte fehlen, weil es einfach sowas Besonderes war. Na, und ich werde darüber auch einfach nicht wirklich fertig. Mittlerweile hat sich's wie es gesetzt, ne? Und na, ne, aber es ist einfach wirklich, es ist so toll, das alles sowas zu bekommen. Und einfach nochmal wirklich herzlichen Dank. So, gut, Cut ist erledigt. Nächster Teil der Aufnahme. Und bevor wir jetzt eigentlich zum Lesestapel kommen, kommen wir zu einem, was der Kane so geschaut hat. Und zwar habe ich mir den
Asterix und das Geheimnis des Zaubertrankes-Films in 3D besorgt. Das war echt eine Herausforderung, weil wir haben hier nur einen Expert und Expert hat die 3D-Fassung nicht rangekriegt. Und natürlich will man den in 3D haben, wenn man den Vorgänger halt auch auf 3D hat, ne? Das ist leider ein Problem, was ich jetzt immer öfters habe, dass ich immer schwerer eben wirklich an diese ganzen 3D-Sachen rankomme. Und vor allem, jetzt gibt es ja auch noch Publisher, die totalen Murks machen, wie Warner Brothers, die plötzlich nicht mehr 2 und 3D drauf packen, was ich vor allem bei eben Kinderfilmen eigentlich immer brauche. Ich brauche da die 2D und die 3D-Fassung, ne? Beim anderen ist es mir noch relativ egal, aber da brauche ich halt wirklich immer 2 und 3D. Und Batman Lego Movie habe ich nur in 3D und die 2D-Fassung nicht so. Und Lego The Movie 2 kriege ich in 3D auch schon wieder nicht dran. Und ich hasse das, Blu-rays irgendwo zu bestellen. Das sind für mich eigentlich so Spontankaufsachen, weil wenn ich irgendwas bestelle, bestelle ich eben Comics und keine, ja, Filme, außer vielleicht noch Animes, ne? Und sowas fällt mir halt wirklich schwer, mir das zu bestellen, ne? So, aber ich wollte den halt haben. Ihr wisst, ich liebe Asterix, ne? Und habe mir den natürlich auch gestern Abend noch angeguckt. Und was soll ich sagen? Ich war enttäuscht. Nee, ich würde sogar sagen, ich war entsetzt von diesem Film. Ne? Dieser Film war so genial. Klar, gut, er beruht ja auch wirklich eben auf eben dem Comic Die Trabantenstadt. Ne? Hat aber so viel Neues reingepackt, so viel Lustiges, so viele schöne Slapstick-Momente. Der war so sau unterhaltsam. Er hat alles richtig gemacht. Und war auch immer wieder überraschend. Es kamen immer wieder so kleine Wendungen, womit man, na gut, wer das Comic gelesen hat, trotzdem mit diesen Wendungen recht. Aber es war wirklich so überraschend. Und dieser Film, was war das? Ja, pass auf. Ich denke, ich kann. Der Film geht 1,5 Stunden, aber ich glaube, ich kriege das in 2 Minuten, 3 Minuten runtergebrochen, die ganze Handlung dieses Films. Miraculix bricht sich das Bein. Bumm. Wird von Asterix und Obelix ins Dorf gebracht. Normalerweise ist er gleichzeitig Lehrer im Dorf. Und die Kinder bekommen nun gesagt, dass sie keinen Unterricht haben, während Miraculix in sein Hütchen gebracht wird. Bei den Schülern ist ein kleines Mädchen namens Vetrine. Den Sinn dieses Namens verstehe ich immer noch nicht. Bei Adrenaline, die Tochter des Vercingetorix, kann ich es ja wenigstens noch nachvollziehen. Adrenalin, Power, klar. Aber dieses Vetrine leuchtet mir schon mal nicht ein. Und ist von diesen Schülern die einzige, die wirklich, bei der man gleich merkt, die ist pfiffig, die freut sich auf den Unterricht, alle anderen machen Albereien, prügeln sich im Hintergrund und sie bastelt. Also sie ist so eine kleine Ingenieurin, ne? Die hat halt wirklich was im Kopf. Und dadurch denkt man sich mit dem Titel Das Geheimnis des Zaubertranks und allem, was man aus den Trailern weiß, dass man eigentlich diese Geschichte jetzt schon durchblickt hat, was es mit dem kleinen Mädchen auf sich hat. Ne? Jedenfalls, Miraculix, nun mit dem gebrochenen Bein, ruft. Naja, eigentlich nicht, aber Asterix taucht einfach auf. Jedenfalls sagt der Asterix nun, also Miraculix sagt Asterix, ich brauche einen Nachfolger, ich kann nicht mehr der Einzige sein, der den Zaubertrank, also das Wissen über den Zaubertrank hat, denn ich habe mir das Bein gebrochen und sobald ein Druide sich das Bein beim Mistelzweig pflücken bricht, ist er eigentlich nicht mehr fähig, ein Druide zu sein und muss abdanken. Darum ruft er im Druidenwald, habe ich vergessen, wie er heißt, kennen wir aus Die Goldene Siche, alle weisen Druiden zusammen und begibt sich nun dort mit Asterix und Obelix dahin, inklusive eben einen Kochkessel, weil könnte ja sein, dass Miraculix unterwegs Zaubertrank kochen muss. Ne? Keine Ahnung warum. Und in diesem Kessel versteckt sich, wie sollte es anders sein, Vetrine. Also denk mal, eigentlich eine richtig große, wichtige Hauptrolle. Ne? Ja, jetzt dürfen Fremde nun aber nicht in den Wald der Druiden und Miraculix kann alleine auch nicht rein, weil, ja, Bein gebrochen. Und so bastelt Vetrine aus dem Tragestuhl, den Obelix die ganze Zeit trägt, wo eben Miraculix drinne sitzt, einen Rollstuhl. Ne? Und da sie noch ein Kind ist, hofft Miraculix, dass die Regeln nicht ganz so streng sind und sie ihn eben begleiten darf, aber Frauen sind ja noch mehr verboten als Fremde, also muss sie sich als Junge ausgeben. Und da denkt man, ja, kontrovers, kontrovers. Reden wir nicht weiter, doch reden wir am Ende nochmal drüber. Jedenfalls bringt nun eben Vitrine den Guten dorthin.
er offenbart hier, ich brauche Nachfolger. Was gibt es so für Druidenlehrlinge im ganzen Land? Wer taugt da was? Wem könnte ich vertrauen? Und ja, so beginnt nun sozusagen DSDS der Druiden. Also Gallien sucht den Superdruiden. Aber es taucht noch ein Rivale von Miraculix auf, bei dem ich eigentlich immer im Trailer gedacht habe, das wäre einfach nur der Seher, ne, der Typ. Dämonix oder Dämontrix, irgendwas mit den Dämonen, der eben dieses Geheimnis haben will. Und dieser schnappt sich den vielversprechendsten dieser Lehrlinge und zeigt ihm einen Trick, wie er Miraculix von sich überzeugen kann. Der Lehrling, das ist jetzt kein Böser oder so, ne, der nimmt diesen Trick auf, sagt sich, ja klar, warum probiere ich es nicht? Und schafft es nun, Miraculix von sich zu überzeugen und kriegt das Geheimnis des Zaubertrankes beigebracht, bis auf die letzte geheime Zutat. Und dann erreichen Miraculix und Co. die Nachricht, hey, das Dorf wird von den Römern belagert und der Zaubertrank geht zur Neige. Also, was macht Obelix? Schnappt sich Miraculix, schnappt sich Vitrine und den neuen Lehrling, Emporkomlix, und flitzt zurück ins Dorf und wird dann von Dämontrix hypnotisiert, fällt um, woraufhin Miraculix mit seinem Rollstuhl von hinnen rollt und nur noch eben der neue Lehrling und Vitrine zurückbleiben. Und Dämonrix, von dem ja der Lehrling eigentlich nicht weiß, dass er ein böses, aber Vitrine weiß es, aber es ist egal, denn der Lehrling hört nicht zu, ja, bringt nun den Lehrling dazu, den Zaubertrank zu mischen. Letzte Zutat fehlt, worüber Dämonrix richtig ausrastet und dann selber irgendwas da rein wirft und dann noch Schwarzpulver und plötzlich macht es Puff. Und ja, es ist ein Zaubertrank entstanden. Den schluckt nun Dämonrix und plötzlich kann er Feuerbälle werfen. Also er hat die Feuerblume von Super Mario erschaffen. Das war schon mal so drüber über Asterix und Obelix. Das hat ja nichts mehr mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das ist ja genauso bekloppt, wie wenn Aliens im Dorf. Ach scheiße, das hatten wir ja auch schon. Wir hatten schon Aliens im Dorf. Aber ey, wirklich, ey Leute, das ist Asterix und Obelix. Wir brauchen hier kein Kamehameha. Ne, gehört da nicht hin. Ja, jedenfalls, Vitrine schnappt sich die restlichen Zutaten, rennt damit zu Miraculix und sagt, hier, los, los, Zaubertrank hier, Dämonrix rastet aus. Und plötzlich taucht Dämonrix vor Miraculix auf, woraufhin Miraculix der Kleinen die Zauberzutaten gibt. Du hast doch zugeguckt, wie der Lehrling das gemacht hat. Sieh zu, mischt das zusammen, gibt ihr die goldene Sichel. Haben wir hier drin schon gesehen, ne? Und ganz zum Schluss drehst du auf und machst den Tropfen, der da drin, machst einen Tropfen von dem Zeug, was hier drin ist, da in den Kessel, ist er dann fertig. Leg los! Sie flitzt hinter zu dem Rest der Dorfbewohner, mixt den Trank, während nun Miraculix von diesem möchtegern Freezer verlascht wird im Endeffekt, der ja Feuer spuckt. Und ja, Asterix kommt auch irgendwann dazu, aber spielt auch eine Nebenrolle. In diesem Fall aber nicht so gut gelöst wie bei der Tochter des Vercingetorix, weil dort hat es ja noch irgendwo einen Sinn gemacht. Hier macht es einfach schlichtweg keinen Sinn, dass Asterix so eine Nebenfigur in diesem Film wird. Und vor allem in einem Film würde ich es auch nicht machen. Aber egal. Jedenfalls, sie mischt jetzt nun diesen Zaubertrank und befüttert damit nun das ganze Dorf. Ne? Zusätzlich waren aber schon die ganzen anderen Druiden im Dorf, um eben selbst zu versuchen, den Zaubertrank zu machen und haben stattdessen einen Riesenzaubertrank gemacht. Und durch einen dummen Zufall schlürft nun Dämontrix, der ja schon Feuerbälle schluckt, diesen Zaubertrank, der einen wegwachsen lässt, und wird damit zu einem Monster of the Week bei Power Rangers. Und was machen wir dagegen? Wir rufen natürlich den Megasort, wie bei den Power Rangers. Also macht Miraculix alle römischen Soldaten mit Zaubertrank füttern und zaubert die dann alle aufeinander, so damit die ein Megasort werden, und dann kloppt sich Megasort Römer gegen Monster of the Week, Dämontrix. Was hat das mit Asterix zu tun? Was ist denn das? Also, das war noch blöder als die Sache mit dem Feuerball. Ne? So. Jetzt hatte ich euch ja gesagt, Mädchen und Fremde dürfen den Zauberwald nicht betreten. Ne? Und darauf will ich einfach noch ein paar Mal eingehen. Der neue Druidenlehrling
wird dort zum Nachfolger ernannt und kriegt dort das Geheimnis. Da ist da das komplette männliche Dorf der Geier dabei, weil nur noch die Frauen im Dorf sind, aber das war jetzt nicht so wichtig. Ne? Sprich, es sind haufenweise Fremde im Dorf. Ne? Geht gar nicht. Das ist die eigene Regel des Films gebrochen, aber so viele Weisen, nee. Und wir haben ja gesagt, Druiden und Frauen geht gar nicht, ne? Die ganzen Druiden schauen zu, wie Vitrine den Zaubertrank mixt und nehmen das so an. Lassen sich sogar von der Befehle zubellen. Da hätte man so viel draus machen können. Ey, da ist ein Mädchen, eine weibliche Figur, die eigentlich nichts mit Druiden zu tun haben darf im direkten Fall und vor allem nicht in die Geheimnisse eingeweiht werden darf, die jetzt in den Geheimnissen eingeweiht wird. Da hätte man noch so viel Kontroverses draus machen können. Da hätte man so viel ansprechen können wegen dem Thema Gleichberechtigung und das alles. Vollkommen versaut. Die Druiden reagieren gar nicht mal darauf, dass da jetzt ein Mädel den Zaubertrank mixt. In der Hinsicht schon mal ganz enttäuscht. Dann hat man ja eigentlich dadurch, wie Vitrine eingeführt ist, eigentlich schon das Gefühl, hey, die wird den Zaubertrank lehren, hat sie ja dann am Ende auch. Und vielleicht eben Lehrling von Miraculix wäre ja das Nahdienst, ist ja ein cleveres Mädchen, damit hätte man wieder eine Kontroverse gehabt. Es endet aber damit, dass, sie hat ja den Zaubertrank gemixt, sie danach eben zu Miraculix geht und sagt, ich kann den Zauber, das Rezept für den Zaubertrank nicht vergessen, du bist der Einzige, der das wissen darf. Ich darf das nicht wissen. Das ist viel zu gefährlich. Was soll ich denn machen? Und Miraculix beschwichtigt sie. Mach dir keine Sorgen. Irgendwann vergisst du das. Dann geht sie weg spielen. Und dann denkst du, ja gut, vielleicht vergisst sie es auch nicht. Aber egal. Ich hätte hier wieder genauso wie bei der Tochter des Vercingetorix, wo ich ja auch eben enttäuscht war, dass man nicht mehr draus gemacht hat. Es war ja schon viel drin, aber mehr für die Zukunft gemacht hat. Hier eben auch enttäuscht. Warum wird die Kleine jetzt nicht zu dem Lehrling erklärt? Ne? Das wäre es doch gewesen. Ein weiblicher Druide, komplett gegen jegliche Regel der Mannherrschaft und noch ein Kind. Ey, das hatte so viel Potenzial und ist an jeder Ecke einfach versaut worden. Der Film ist witzig, der hat sehr viele witzige Momente, ihr könnt dabei lachen, aber die Handlung selbst ist so bescheiden. Weil jede gute Idee versaut wurde. Ne? Und dieses Germanien sucht den Super-Druiden. Das zieht sich auch urisch lang, ne? Das einzige Coole da war wirklich eigentlich nur, dass Jesus da auch als Druide dargestellt wurde. Und das hätte auch wieder richtig kontrovers sein können. Hat man sich natürlich nicht komplett durchzuziehen getraut, ne? Da hätte man nochmal richtig abziehen können wenigstens, ne? Und dann ist hier mittendrin auch eine Szene, keine Ahnung, 5 Minuten lang, die nur aus Storyboard besteht. Eine Rückblende, was denn auch sonst, wie sich eben, wie Miraculix und Dämonrix zusammen, ne, eben die Ausbildung zum Druiden gemacht haben und ne, die ganzen Hintergründe zwischen. Das wird uns als Storyboard erzählt, klar, mit ein paar Bewegungen mehr drin, aber es ist nur ein Storyboard. Ne? Es ist ein Animationsfilm, also Computeranimation. Von mir aus hättet ihr das schön zeichnen können, schön in Farbe, schön klassisch, cool. Oder hier ganz im Abspann, da sieht man nebenher so auch so kleine Art Chibi-Figuren von unseren Helden in so einem Papierschneide-Look, so Richtung, ich sag jetzt einfach mal, stellt euch das so ein bisschen South Park-mäßig vor, nur kindgerecht. Ne? Damit hätte man das erzählen können. Aber doch nicht einfach nur diese Storyboard-Zeichnungen da reingeknallt. Okay, es sah ein bisschen hübscher aus, aber nee, also da gehört einfach mehr dazu. Ne? Also, ich war wirklich sehr enttäuscht. Und vor allem, wenn man diesen Film davor sieht. Diesen Film, ne, der alles richtig macht, der so viele Ideen da drinnen verwurzelt hat, der aber auch eben versucht, ein bisschen kontrovers zu sein, allein mit den Sklaven da. Gut, ist auch im Comic ja auch so, aber das ist hier einfach so göttlich umgesetzt. Ne? Schade. Einfach nur richtig schade, dass man diesen Film ja so vor die Wand gefahren hat. Ne? Kann ich nicht nachvollziehen. Er hat so viel Potenzial. Es steckt da so viele Ecken drin, wo man wirklich was Richtiges draus machen könnte. Eben dieses Thema Mädchen im Druidenwald. Lernt den Zaubertrank. War das alleine schon. Dann die Sache mit Jesus da drinne. Bumm, da kann man was draus machen. Und am Ende kloppen sich The Monster of the Week gegen den Megazord.
Nein. Sehr, sehr schade. Und ich hatte es noch eigentlich nie, dass ich wirklich sagen könnte, irgendein Asterix-Film, also von diesen ganzen Animationsfilmen, hat mich je enttäuscht. Dieser ist es. Also, das war so weit runter. Das Einzige, was man hier halt wieder loben kann, ist echt die geniale Synchro. Man hat wieder dieselben Sprecher wie im Vorgängerfilm und die machen das einfach wirklich richtig, richtig geil. Sind meiner Meinung nach die zweitbesten Sprecher der ganzen Reihe, muss ich so sagen. Ne? So gelesen. Digital. Army of Darkness Ongoing Band 1. Und ich nenne es jetzt schon mal mit dazu. Ich habe es aber noch nicht ganz zu Ende gelesen. Es fehlen noch so 10 Seiten. Ongoing 2 von Army of Darkness. Ich sage das jetzt einfach mal. Ich sag mal, auf die paar Seiten kommt es jetzt nicht an. Ich hätte sie gestern Abend noch gelesen, wenn nicht so ein Riesenpaket hier auf mich gewartet hätte. Hätte ich die Seiten noch zu Ende gelesen. Aber das war so heftig. Okay. Ja. Und ich hatte jetzt extra, ich wollte sie beide auch in einem Video drin haben. Die habe ich jetzt auch nicht nur in dieser Woche gelesen, ne? Aber ich wollte die alle beide eigentlich in einem Video unterbringen, weil das mal ein bisschen verworrener ist als sonst. Sonst haben wir immer unseren Band, der hat seine Story. Und im nächsten Band fängt eine neue Story an, die zwar auf dem alten beruht, aber hier haben wir wirklich so ein bisschen was Verzwickteres, ne? Heft 1 lassen wir erstmal außen vor. Reicht am Rande erwähnt. Ab Heft 2 fangen wir an, ne? Ash reist auf Anweisung von The Wise Man, der ja aus der Vergangenheit, also aus dem Film stammt, aber in der Gegenwart eben ist und nun eben ja sozusagen der Kompass vom Chosen One ist sozusagen. Schickt ihn nach Südamerika, wo gerade ein alter Nazi mit dunkler Magie sich wieder verjüngt hat und damit gleichzeitig die Army of Darkness beschworen hat. Wie er das gemacht haben will, wenn das Buch im Besitz von Ash und Wise Man ist, keine Ahnung, aber ist passiert. Also Ash geht hin, versucht natürlich jetzt eben diese Nazi-Daddits aufzuhalten, als plötzlich ein zweiter Ash auftaucht. Ein weiblicher Ash, der aber auch nichts mit einem Buch zu tun hat, sondern dort war das Buch eine Energiekugel, die sich mit der abgetrennten Hand von diesem weiblichen Ash verbunden hat. Und dieser Ash kann wenigstens Klaatu, Barathu, Niktu sagen und kann dann aus ihrer Hand alle möglichen geilen Waffen machen oder auch sonstige Zaubereien, wozu Ash, unser Ash, ja nicht fähig ist, weil er immer sagt, Klaatu, Barathu, ne, und dadurch ja immer alles versaut und meist ja das Chaos erst hervorruft. Ne? Und dieser Ash beherrscht halt die Magie des Necronomicons. Jedenfalls werden unsere beiden Helden in die Enge getrieben und plötzlich öffnet sich vor ihnen dieses wunderschöne Tor, wie wir es am Ende von Tanz der Teufel kennen und eben aus dem Anfang von Army of Darkness. Und beide werden reingezogen und Ash wacht dann, ja, so etwa vor 40, naja, 50 Jahren auf, in Japan und um ihn herum sind überall Ninjas und Samurais und er denkt, er ist also im feudalen Japan, aber es war nur ein Filmset und er bekommt es dann hier mit den Daddits zu tun, da, ne, und ja, Band 1, was aus dem Mädchen, aus der Frau geworden ist, wissen wir nicht. Band 2 geht damit los, wir sind, ja, so ein paar Jahre bevor wir zur Hütte in den Wäldern reisen, ne, Ash ist noch ein Teenager und er ist eben auch so voll der Comic-Nerd-Hammer, ne? Aber Linda interessiert sich schon für ihn, aber er wird eben gemobbt und so weiter, ne? Und er wird zu einer Party eingeladen, so bup, bup, bup. Und der große Schläger der Schule sperrt ihn aber im Keller, als er eigentlich gerade Linda beim Flaschendrehen küssen sollte und er sich einfach nur frisch machen wollte und sperrt ihn dann im Keller. Und im Keller, was passiert? Öffnet sich das Tor und die Daddits tauchen mal wieder auf. Aber der echte Ash, der zur selben Zeit ja gerade sich befindet, nur eben eigentlich in Japan war, ist von Japan mit dem Flieger dorthin gegangen, hat seinen Vergangenheits-Ash beobachtet und rettet jetzt hier Ash den Arsch. Gerade noch so, dann öffnet sich wieder ein Tor, ein kleiner Zwerg, der scheinbar aus, ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern, wollte ich eigentlich nachgoogeln, habe ich aber jetzt vergessen, aus Army of Darkness versus Reanimator stammt, taucht auf, schnappt sich Ash und reist mit denen wieder durch die Zeit. Jetzt landen wir ja Anfang 1900 noch irgendwas oder Ende 1800 noch irgendwas, jedenfalls zur Zeit ja des organisierten Verbrechens in New York und wir
ärgern uns mit Al Capone rum. Ne? Ja. Und in der Zwischenzeit haben wir auch erfahren, was mit dem weiblichen Ash passiert ist, denn dieser befand sich in einer anderen Welt, in der die Welt untergegangen ist und nur noch ein Ash, nur diesmal mit statt mit Ritter Metallhand mit einer Drachenhand steht und der kleine Zwerg, bei dem ich glaube, er stammt aus Reanimator. Ja, die Horden der Untoten aufhält eben durch die Tore in alle Welten zu reisen. Und dort taucht nun unser weiblicher Ash aus, der ja die Seiten gewechselt hat. Gut, mal schauen, wie es noch ausgeht. Wir befinden uns mittlerweile wieder im Hier und Jetzt auf alle Fälle. Und der Nazi-Dedet-Anführer mit seinen Dedets hat sich wiederum mit einem weiteren Dämon zu tun zusammengetan, und zwar mit Montezuma, der Montezumas Rache über die Welt bringen will. Der aber wahrscheinlich selbst nicht verstanden hat, warum da sich alle so drüber beeiern, wenn er davon redet, dass er sich rächen will. Ne? Ja. Den ersten Band davon hatte ich schon mal vor vielen Jahren gelesen. War bis dato auch der einzige, den ich von der Handlung nicht folgen kann. Weil normalerweise ist die Handlung eigentlich immer recht schlicht und gehalten mit ein paar geilen Sprüchen, und ich konnte diesem Band nicht folgen. Das ging diesmal weitaus besser. Man merkt eben auch wirklich mein Englischverständnis. Ich werde es nie sprechen können, ne? Aber mein Verständnis beim Lesen wird halt wirklich auch immer besser, ne? Also ich konnte der Handlung jetzt gut folgen, ne? Dementsprechend auch den zweiten Band dann super gut. Ich fand das so geil, als Ash auf sein Vergangenheits-Ash getroffen ist, ne? Ich habe aber gemerkt, mir fehlt noch viel mehr von Army of Darkness, aber zum Glück war auch gerade dort ein Sale bei Comixology nicht offen angezeigt, aber es war trotzdem ganz viel Ash-Kram im Angebot. Und da bin ich nochmal durchgegangen und habe mal noch so ein paar Miniserien geholt, eben so Crossover-Miniserien, ne? Einzige, was ich jetzt draußen, also ich habe noch mehr ausgelassen, aber was ich komplett erstmal umgehen werde, ist Army of Darkness Xena, weil weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Und was war es noch? Ich habe noch irgendwas komplett außen vor gelassen. Fällt mir jetzt nicht ein. Ich habe aber jedenfalls noch irgend so eine Serie erstmal gesagt. Also die lasse ich auch erstmal außen vor. Aber dafür auch mal mit so ein paar Exoten mir geholt. Mal schauen, wie ich das lese. Ich habe mittlerweile so einen großen Lesestapel, auch digital. Ne? So, gut. Kommen wir jetzt zu dem, was ich im Print gelesen habe. Und da habe ich Uncanny X-Men Band 2 gelesen, und ich weiß nicht, was diese Serie mit mir tut, aber sie tut etwas mit mir. Bei mir wird Nostalgie ausgelöst ohne Ende, dazu aber auch diese moderne Unterhaltung. Irgendwie schafft es diese Serie, mich so abzuholen. Wir wissen ja, es tauchte so eine Art Messias auf, der versucht, die ganze Welt umzustrukturieren, hat dafür auch seine Reiter im Gepäck, aber nicht die Reiter der Apokalypse. Der hat nämlich Apokalypse, Kitty Pryde und einen Senator als Berater gefangen genommen. Hier, also der Messias-Typ. Und jeder, der X-Men kennt, kann sich wahrscheinlich jetzt hier schon denken, wer soll denn nun dieser Messias-Typ sein? Da gibt es ja nur einen X-Men, den das so wirklich betrifft, ne? Und dieser versucht nun die ganze Welt zu verändern, und so stellen sich die ganzen X-Men und wirklich eine riesige Armee an X-Men sind fast alle dabei, diesem entgegen. Und dieser Messias muss einsehen, dass er verlieren wird. Aber er möchte trotzdem was verändern und löscht alle X-Men, die ihm gegenüberstehen, im Kampf vollkommen aus. Sprich, X-Men Team Red weg, Team X-Men Gold weg. Noch ein paar Einzel-X-Men wie Margot. Ich fand's so geil, Margot war dabei. Ich mag Margot. Ich bin wahrscheinlich der einzige Typ auf der Welt, der Margot mag. Weg! X23 und Horny Badger, weg! Ey, wow! Also wirklich einfach weggehauen. Alles weg! Alles weg! Hammerhart! Richtig, richtig geil. Ne? Also das fand ich richtig heftig. Boah. Ich liebe diese Reihe. Ich liebe diese Reihe. Die hat's echt drauf. Ne? Dann habe ich gelesen die Rückkehr von Wolverine. Hier ist es natürlich ärgerlich, weil mir fehlt immer noch der zweite Band von. Ich muss hier unbedingt mal Ordnung reinbringen. Das ist alles gar nicht mehr sortiert. Das steht einfach nur noch hier drin. Ich muss mich dazu hinsetzen. Mir fehlt immer noch der zweite Jagd auf Wolverine Band. Ist aber mit 22 Euro auch eine ganz schöne Hausnummer. Und da gucke ich eben auch, dass ich es eben billiger kriege. Muss ich einfach so sagen. 22 ist halt immer so dann eine Schmerzgrenze, die ich nur schwerlich überwinde und nur in seltenen Fällen. Ne? Muss ich einfach
stehen. Ihr wisst, ich kaufe etwa 2 bis 3 Comics im Monat zum Vollpreis. Den Rest hole ich gebraucht, mache ich kein Geheimnis draus. Ist zwar auch schlecht, weil den Markt unterstützt man nur, wenn man Neues kauft, aber man muss es sich auch wirklich leisten können. Das ist einfach so. Ne? Jedenfalls fehlt mir jetzt eben der zweite noch, was ein bisschen ärgerlich ist, wodurch mir so ein paar Hintergrundinfos fehlen. Ne? Nur jedenfalls ist jetzt hier ein Logan wieder aufgetaucht, mitten in einem Labor, kann sich an nichts erinnern. Ne? Er ist eben nur blutüberströmt, ne? Und erfährt, dass er benutzt wurde von irgendeiner Frau, steht hier nochmal drauf, wie die heißt, Sotaira. Nie vorher gehört, wird aber in Jagdteil 2 auf alle Fälle erwähnt. Ne? Die schüchtert auch die X-Men ein, damit die von Logan Abstand halten. Ne? Sonst würden sie alle Träger des X-Gens, würde sie alle Träger des X-Gens auslöschen. Ne? Und so macht sich Logan von alleine auf die Spur von dieser Sotaira, um auch zu erfahren, wer er selbst ist. Unterwegs lernt er eine junge Ärztin kennen, dessen Sohn entführt wurde von Sotaira. Und so tun sich nun beide zusammen, Sotaira zu jagen. Unterwegs kämpft Wolverine aber immer wieder mit den Geistern der Vergangenheit. Vor allem auch richtig geil dargestellt. Ich hoffe, ich finde jetzt mal hier ganz schnell so eine richtig passende Szene dafür. Ja, hier habe ich so eine. Von so einer Art Gefängnis, in der alle möglichen Persönlichkeiten von Logan in Zellen eingesperrt sind und damit auch die dazugehörigen Erinnerungen. Richtig geil. Mittendrin tauchen trotzdem die X-Men auf, die von Logan platt gemacht werden, weil er sich an die nicht erinnert. Aber, und das ist schon wieder das, was mir eben schwer fällt. Es war ein super unterhaltsames Comic, aber von etwas, sag ich mal, so monumentalem erwarte ich eigentlich mehr. Und das war schon bei der Tod von Wolverine auch schon extremst schlapp. Aber es ist jetzt hier nichts Besonderes. Es ist noch nicht mal wirklich Waffe-X-Thema ausgearbeitet. Es ist einfach nur, ja, irgendwer fuscht schon wieder mit Logan rum, ne? Und Logan versucht herauszufinden, was los ist. Erinnert sich wieder mal an nichts, ne? Und jagt eben diese eine Frau. Es gibt viele geile Momente, aber es ist eben jetzt auch nicht so, wie ich sagen würde, das ist ein Meilenstein oder das ist doch irgendwas, wo man in 10 Jahren drüber redet. Also da hätte mehr kommen müssen dafür, dass erstmal Logan so eine beliebte Figur ist. Ich bin nicht der größte Wolverine-Logan-Fan, ich bin mehr der X-23-Fan, mache ich kein Geheimnis draus. Ich werde auch nicht die kommende Ongoing holen, jedenfalls ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich die holen werde, ne? Weil es eben wirklich nicht meine Figur ist, ne? Aber da habe ich schon mehr erwartet. Da erwarte ich schon so einen Meilenstein wie Wolverine Origins, Teil 1, Teil 2 war auch scheiße. Oder Waffe X, ne? Old Man Logan. Also irgendwas Episches erwarte ich, irgendwas Großes. Und das hat es nicht gegeben. Es ist eine nette Story, aber es könnte auch jede x-beliebige Wolverine-Story einfach irgendwo gewesen sein, ne, wenn Logan eben nicht bis dato als tot galt. Muss ich jetzt so sagen, ne, schade. Und natürlich ist es sowieso für mich immer noch ein bisschen schwer, das ganze Wolverine-Thema so richtig durchzublicken wegen Infinity War und so. Da bin ich eben immer noch nicht ganz so beim Durchblicken. Dann habe ich gelesen, Uncanny X-Men Nummer 3. Nach den Ereignissen von Band 2 kippt die Stimmung gegen Mutanten echt ins Unermessliche. Es gibt ja nun schon seit einiger Zeit diesen Impfstoff. Das war Thema bei X-Men Gold. Und da ja auch diese Senatorin, die ganz schlimm gegen Mutanten wettert. Ne? Und das wird jetzt auf eine Spitze getrieben nach der Aktion von Band Nummer 2. Es wird wirklich zum Rassenhass aufgerufen, ne? Und zur Internierung und zum Entführen von Kindern, die das X-Gen haben. Also das ist ja so eine Nazi-Scheiße hier drin, anders kann ich es nicht sagen. Und es wird noch so lächerlich, weil Cyclops ist zurück und dieser geht eben zu so einer Kundgebung. Dieser Senatorin möchte sie zur Rede stellen, was sie denn zum Beispiel in Eltern erzählt, deren Kinder gerade aus dem Haus gezerrt werden, weil sie das X-Gen haben oder eben umgekehrt. Eltern weggezerrt werden von ihren Kindern, weil die Eltern eben Mutanten sind, ne? Und dann wird natürlich Cyclops zusammengedroschen von dem ganzen Volk und die Avengers sind vor Ort. Die Avengers sind vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen. Captain America ist vor Ort, hört sich die ganze Nazi-Scheiße an und macht gar nichts. Er versucht dann zwar Cyclops so ein bisschen eben aus der Masse hervor rauszuholen, aber schickt ihn nur seine Wege, ey. Ich war echt enttäuscht von Cap. Also, da war ich richtig enttäuscht. Ich habe eigentlich jetzt mittlerweile wieder mehr von ihm in der Hinsicht erwartet, dass er da mehr kämpft. Aber das war richtig schwach und das bleibt auch. Er
bietet zwar Cyclops hier hinterher nochmal Hilfe an, aber Cyclops hat, tut schon recht, dem kannst du nicht vertrauen. Also in diesem Fall kannst du ihm nicht vertrauen. Ich war mega enttäuscht, ne? Jedenfalls macht wirklich Cyclops um sich herum einige andere Mutanten, sammeln erstmal natürlich die guten New Mutants, befreit er zum Beispiel auch Havok, der ja in Astonishing X-Men eingesperrt wurde. Und da haben wir endlich den Havok, wie er hätte auch schon in Astonishing X-Men sein müssen. Das ist der Havok, wie wir ihn aus Uncanny Avengers kennen, wie man aus der ganzen X-Phase kennt, wie wir ihn dann eben aus X-Men Blau kennen, ne? Und nicht diese lächerliche Figur, wie er, ach, irgendwo hier hinten steht es jedenfalls. Da steht. Ha, da steht. War, ja, wie gesagt, unterhaltsame Story, aber je mehr ich drüber nachdenke, darüber, wie Havok dort dargestellt würde, je mehr komme ich zu dem Schluss, wie sehr mich dieses Comic anekelt, obwohl es mich unterhalten hat. Das muss man mal, ne? Also, wirklich. Also, ich glaube, noch ein paar Tage und ich sage wirklich, das Comic war scheiße, wenn das so weitergeht. Ne? Weil ich wirklich nicht über die Darstellung von Havok in diesem Band da rüber hinwegkomme. Hier wird er wieder ordentlich dargestellt. Auch mit seinem Stolz als guter Berater für Cyclops, als guter Bruder. Das ist wirklich diese Entwicklung wieder aufgegriffen, wie wir sie von ihm hatten. Ne? Er wird nicht mehr als vollkommener Dilettant dargestellt. Ne? Und zusammen mit Logan bilden die drei wirklich eine gute Speerspitze für dieses neue Team. Zusätzlich versuchen sie alle möglichen Mutantenbedrohungen noch auszuschalten, weil ja so oder so die Auslöschung der Mutanten beschlossene Sache ist. Durch diesen Impfstoff wollen sie wenigstens dafür sorgen, dass man die X-Men im Guten im Gedächtnis behält, ne, und sozusagen diesen Hass so ein bisschen revidieren, indem man einfach wirklich alle möglichen Bedrohungen aus dem Weg räumt, wie zum Beispiel Dark Beast, ne? Also steckt echt viel drin. Wobei hier aber auch sogar eine Sache mit Cyclops passiert, wo ich mich echt frage, wie sie das weiter bearbeiten. Der ist jetzt zurück und dann passiert gleich sowas Heftiges mit ihm. Und was ich auch hierbei habe ich auch wieder ganz viel Flashback-Gefühl, so 90er-Jahre-mäßig, so von den ganzen Teamzusammenstellungen, obwohl es natürlich ernst und modern ist, ne, ist da trotzdem so viel drinne. Und auch Josef taucht hier wieder auf. Der Klon von Magneto ist hier mit dabei, was ich auch nochmal ganz nett fand. Wie man mit ihm dann am Ende umgegangen ist, fand ich nicht so nett. Aber ich habe mittlerweile so meinen Grundgedanke, was diese Serie eigentlich wirklich leisten soll. Ich glaube, sie soll wirklich für Hickman vorbereiten. Und es hieß ja, dass, wie heißt der, Rosenburg, ja, wusste, dass Hickman ihn aufnimmt. Und er soll wahrscheinlich so bestimmte Sachen einfach auch schlichtweg in Haken hintermachen. So Sachen, die vielleicht schon seit Jahrzehnten offen sind, da sollen Häkchen hinter. Sachen, die nie ordentlich bearbeitet wurden, Häkchen hinter oder beseitigt haben. Nicht, dass irgendwelche offenen Fragen noch in Zukunft irgendwo übrig sind. Und da habe ich das Gefühl, dafür ist diese Serie da. Und das macht sie bisher auch gut. Dann habe ich endlich, langem, langem Warten, auch endlich das Joker-Spezialheft hier bekommen. Ist sogar recht billig. Nur 3,99 mit zwei US-Ausgaben drinnen, ne? Und ich wusste ja gar nicht, was mich hier erwartet. Ich hatte auch nicht geguckt, was hier so drin ist. Ich wusste nur, ich wollte es haben, habe es bestellt. Es kam nicht an. Immer wieder nachgehakt. Also ich glaube, ich habe jetzt 3 oder 4 Wochen drauf gewartet. Aber jetzt ist es endlich da. Und wir haben ja als erstes Birds of Prey Ausgabe 16 drinnen. Wo der Joker ja mehr oder weniger einen Monolog führt, der immer mal von Oracle unterbrochen wird. Ne? Und wir wissen ja, die Beziehung zwischen Oracle und dem Joker ist ganz speziell. Nebenher versucht der Joker aber auch immer das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, wie er zum Beispiel entstanden ist. Also das fand ich richtig geil psychologisch. Schlimme ist, ich hätte gern gewusst, wie es weitergeht. Denn das Ding hat einen bösen Cliffhanger hier einfach. Weil dies einfach aus einer laufenden Story herausgenommen ist, aus einer aktuell laufenden Bedrohung, besser gesagt. Und ich hätte gerne gewusst, wie das weitergeht. Und danach haben wir eine Story, haben wir das Cover dazu? Ich möchte das Cover dazu haben. Wo ist das Cover? Cover, Cover, hier, nehmen wir hier. Cover dazu. Aus Superman, nee, Adventure of Superman. Ich glaube, ist New 52? Ja, ist New 52, ne? Wo der Joker nach Metropolis kommt, überall Bomben platziert, ne, und sich mal ein Späßchen mit ja, Superman erlauben möchte. Und erstmal die Zeichnung. Ich denke, ihr seht's schon. Richtig geil. Richtig geil, Superman. Also da könnte ich auch echt Spaß an dieser Figur bekommen, weil sie so richtig geil düster dargestellt wird. Der sagt hier, Superman sagt hier wortwörtlich zum Joker. Ich hab's hier gleich.
Batman tötet nicht wegen seinem Kodex. Ich hab keinen. Ich töte einfach nicht. Ne? Das ist alles. Das heißt aber, er sagt hier aber auch eben, oder wortwörtlich, also nicht wortwörtlich, sondern sinngemäß, er würde aber auch nicht davor zurückschrecken. Er macht es einfach nur nicht. Aber pff, er würde es auch tun, im Endeffekt. Ne? Und das fand ich mal so richtig düsteren Ansatz. Also wirklich richtig, richtig, richtig geil. Es ist halt immer nur, die Figur ist mir so overpowered. Ne? Ich weiß, es gibt geile Stories und das war eindeutig eine richtig geile Story. Nicht nur eine geile Psychoanalyse vom Joker, nein, noch viel mehr von Superman und wie Superman vor allem wirklich mit dem Joker Psychospiele spielt. Richtig geil. Ne? Wie gesagt, ich sage nicht, dass Superman keine gute Figur ist. Sie ist für mich einfach zu overpowered. Ne? Das kann auch keiner abstreiten. Ne? Und es gab ja wirklich lächerliche Phasen, das wird auch keiner abstreiten, wo er ja in jedem Heft eine neue Fähigkeit hatte. Das ist ja nicht mehr so. Ne? Und ich weiß, es gibt richtig viele geile und auch starke Stories, aber ich komme eben an die Figur nicht ran. Aber das habe ich leider bei vielen DC-Figuren. Das heißt nicht, dass ich nicht mal einen Comic dazu lesen würde, aber ich würde ihm die Figuren hier anfangen zu sammeln. Und ich weiß, mit solchen Aussagen gegen Superman macht man sich eben auch keine Freunde. Ne? Das ist aber auch wirklich nur dessen, ich finde ihn, er ist eben von seinen Fähigkeiten wirklich einfach overpowered. Einfach, ne? Und da muss man sich eine noch größere Bedrohung ausdenken, damit eben er wirklich in Gefahr ist. Und ja, das finde ich dann einfach alles ein bisschen zu übertrieben. Ne? Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Es ist keine Aussage an sich gegen die Figur. Sie ist eben nur für mich nicht. Es ist eben wie mit Logan. Ich nehme Logan mit. Ich werde aber nie 100 pro warm mit Logan. Ne? Also so wichtige Key-Issues oder wie sich das schon, also ein paar Meilensteinpunkte, klar, die liest man, aber es ist nicht meine Figur und wird es auch nie werden oder Doctor Strange dasselbe. Ne, das sind Figuren, mit denen werde ich nicht warm, ob ich nun was von, wenn ich, auch wenn ich was von denen gelesen habe, das mag mir dann mal auch super gut gefallen, aber es werden nie meine Figuren werden. Ne? Gut, ich habe ihn da mal vor sich, weil ich eben weiß, Superman einer der beliebtesten Figuren und das mit Sicherheit auch zu Recht. Ne? Ganz klar und ich weiß, es gibt so viele geile Stories und es gibt auch mindestens eine Story, die ich wirklich, also eigentlich gibt es sogar noch ein paar mehr, aber eine, die ich 100 pro haben möchte, ist hier Red Zone, glaube ich. Red Sun hieß das so oder so? Die Story von Mark Miller, wo der in Russland abgestürzt ist, also als Baby. Das würde mich ja auch richtig reizen, mal bei ihm noch. Ne? American Sun soll ja auch richtig geil sein. Ne? Bin ich eigentlich auch mal interessiert dran. Ne? So, ja, dann bleiben wir bei Logan, aber Old Man Logan, den feiere ich wieder total. Klassische Logan nicht. Finale Ausgabe, eigentlich ist es nicht die finale Ausgabe, aber es ist für die Reihe die finale Ausgabe. Ne? Aber wir stehen einer finalen Ausgabe kurz bevor. Kurz und bündig. Ne? Logan hat sich ja vor einiger Zeit Regenix gespritzt, weil seine Selbstheilung am Schwächeln war. Aber dieses Regenix hat seine Selbstheilung noch mehr geschädigt. Und sie funktioniert jetzt noch schlechter. Und jetzt spritzt er sich regelmäßig Regenix, was aber dafür sorgt, dass seine Lebensspanne ja, immer kürzer wird. Er hat zu Beginn dieses Bandes noch etwa ein Jahr zu leben. So könnt ihr euch das schon mal vorstellen, ne? Und ja, er macht eben noch mal so eine kleine Abschlusstour und macht noch mal ein kleines Treffen mit seinen Freunden von Alpha Flight, ne? Als sie plötzlich eben in eine Kleinstadt kommen oder gerufen werden. Also, sie sollen dahin und da ist seit einiger Zeit gibt es da keinen Kontakt mehr hin und irgendwelche Ranken wuchern über dem Boden, irgendwas Außerirdische und Alpha Flight und Logan gehen nun hier gemeinsam gegen vor. Hat so ein bisschen was apokalyptisch, könnte auch Richtung Zombies gehen. Die Zombies fehlen, aber so müsst ihr euch das so vorstellen. So wirklich schön endzeitmäßig, Untergang der Weltmäßig. Hätte auch was richtig Episches werden können, wenn man es jetzt eben nicht für diese Story verwurstet hat. Ne? Hat viel Potenzial, hat viele nette Momente, aber ist jetzt auch nicht das Mega-Ding. Ne? Dann haben wir hier drinnen noch ein richtig geiles Annuell. Hat mir richtig Spaß gemacht. Spielt in der Einöde nach eben der Original Old Man Logan Storyline aus Wolverine, aber bevor er eben vom Secret Wars, ne? Logan braucht Futter für Baby Hulk, ne? Und ja, ist da halt immer auf der Suche, ne? Kommt in ein kleines Dorf, ne? Wo eben, ja, kurz vorher die Punisher gewütet haben und die Männer getötet haben und alle Kinder entführt haben. Die Frauen sind stinkewütend auf Logan, weil hätte er die Hulk-Familie nicht ausgelöscht, würde noch sowas ähnliches wie Recht und Ordnung hier herrschen. So ist das natürlich alles scheiße. Logan fühlt sich schuldig.
Und begibt sich nun hin zur Zentrale der Punisher, ne, und möchte die hier halt zur Rede stellen. Kriegt eine Kugel im Kopf, ist erstmal einige Zeit tot und wacht danach in einem Bunker auf und ihm gegenüber sitzt niemand anderes als Frank Castle, der mittlerweile sehr senil geworden ist und eigentlich nur sein Kriegstagebuch zurückhaben will. Richtig geiles Ding, habe ich richtig gefeiert. Und dann ist hier noch eine zweite Punisher-Story hier drin, die aber kurz, oder zumindest nur einige Jahre nach der Übernahme der Superschurken spielt. Ne? Punisher kämpft immer noch seinen Krieg gegen alle möglichen Banden, die hier stattfinden, ne? Und löscht hier halt auch wirklich, wirklich alle aus. Ne? Soll aber dann seinerseits für einen großen Krieg gegen die Schurken rekrutiert werden. Und bitte setzt diese Story fort. Setzt sie fort. Dieser Cliffhanger am Ende, diese Figur, die am Ende steht und eigentlich den Punisher rekrutieren wollte, das möchte ich sehen. Die Story möchte ich sehen, was daraus wird. Ganz ehrlich. Richtig heftig, ne? Und ja, dann geht's dann eben dahin über, dass sich der Kreis nun schließen muss, ne? Logan hat sich mittlerweile so vollgepumpt mit Regenix, dass er nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Und jedes Mal, wenn er sich das Zeug in die Adern pumpt, wird seine Lebensspanne noch mehr verkürzt. Und ja, er hat aber noch ein paar offene Rechnungen in dieser Welt offen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die erste Ausgabe, wo er so seine Strichliste hatte, wen er alles erledigen musste. Unter anderem zum Beispiel den Hulk. Da musste er einsehen, das war nicht so clever. Aber mit dem neuen Autor, Ed Prisson seinerzeit, wurde ja auch ein neuer Hulk eingeführt, und zwar Maestro. Und Logan hat da ja nicht so wirklich einen Strich drunter gemacht und ja, möchte diesen hier nicht in der Welt alleine zurücklassen. Er ist so gefährlich. Also begibt sich nun der alte Mann auf Suche nach Maestro, der hier mittlerweile ein ganzes Dorf versklavt hat, ne? Und dementsprechend möchte Logan hier nun das Dorf befreien, aber er ist auch so, ja, ich sag mal, Ego-Schwein, er ist der Meinung, er muss das machen, es ist sein Problem, Hilfe darf hier nicht dazu gerufen werden, obwohl das das einzig Richtige wäre in diesem Moment, ne? Stellt er sich eben Maestro alleine, ne? Mit jeder Konsequenz, ne? Um ihn aufzuhalten, aber auch um an die Zeitmaschine von Maestro zu kommen, um eben, ja, sein Lebensabend dann doch in seiner Welt zu beenden, ne? Und ja, so wie die Ausgabe endet, könnte man dann hier auch wirklich schon Schluss machen mit Old Man Logan. Aber man hat trotzdem noch Dead Man Logan hinterhergeschoben. Band Nummer 1. Ne? Logan hat mit Mühe und Not Maestro besiegt. Die Zeitmaschine ist eigentlich zerstört, aber die X-Men, um genau zu sein, Forge, reparieren diese. Aber es gibt immer noch einen ganz, ganz wichtigen Namen auf Logans Todesliste. Und zwar Mysterio. Wenn er einfach so geht, besteht immer noch die Gefahr, dass Mysterio irgendeine Scheiße macht, die eben zu, ja, das zur Folge haben, was in seiner Welt passiert ist. Auch wenn dieser Zeitpunkt schon längst verstrichen ist. Aber genau dadurch, dass er Mysterio aufhalten will, verursacht er erst, dass diese Ereignisse in Gang kommen, die seine Welt erschaffen haben. Richtig geiler Band. Freue mich auf Band 2. Feiere es. Ne? Ich fand die Maestro-Story richtig stark. Ich fand die Punisher-Annuelle richtig stark. Die davor ist unterhaltsam, aber nicht top. Mega. Was man hier noch rausholt aus Deadman Logan. Ich freue mich auf den nächsten Band. So. Und dann habe ich zum Abschluss gelesen Bruce Banner Hulk, Band Nummer 2, also Immortal Hulk. Oh Gott, Leute. Ey, was geht denn da gerade bei Marvel los? Eigentlich habt ihr doch gar keine guten Autoren mehr übrig. Die sind doch alle bei DC gelandet. Und dann kommt sowas hier um die Ecke. Gut, ich weiß gar nicht, auf welcher Stelle Al Irving heißt er, ne? Nee, Ewing. Al Irving. Wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Steht, ich weiß, dass ich schon andere Sachen von ihm habe, aber davon wird mich niemals, also ist nichts so direkt in der Erinnerung geblieben. Aber ich glaube, diesen Run werde ich nie vergessen. Ja. Im letzten Band, ja, ist Hulk mehrfach gestorben, immer wieder aufgetaucht, hatte viel Monsterscham, okay, abgehakt.
Dann stellte er sich aber auch Alpha Flight, da schließt sich wieder dieser Kreis, aber nicht wirklich Alpha Flight, sondern nur ein Mitglied, und zwar Sasquatch, der einst mit Bruce Banner gut befreundet war, auch in Gamma Energie gemacht hat und dadurch zum Sasquatch geworden ist. Und dieser, ja, möchte sich nun mit Bruce, also mit dem neuen Hulk, schlagen. Dabei saugt aber nun Hulk die Gamma-Energie von Sasquatch auf, aber nicht nur das, sondern irgendeine dämonische Wesenheit, die in Sasquatch gesteckt hat. Denn wir denken eigentlich noch im ersten Band, Sasquatch ist einfach nur ein riesiges Arschloch, und ne, das sieht hier jetzt wieder ein bisschen anders da aus. Ne? Ja, jetzt hat aber der Hulk diesen Dämon in sich, der eben bei mir auch einfach nur Flashbacks ausgelöst hat, in den Zeiten, wo ich eben angefangen habe mit Marvel, wo Hulk und Bruce Banner ja getrennt waren, weil Bruce ja in der Wiedergeburt der Helden war, aber der Hulk in unserer Welt, und dort wurde der ja nach der Flashback-Ausgabe ja auch von einer Wesenheit begleitet, die dem Hulk das Leben zur Hölle gemacht hat, und genau dieselbe Wesenheit ist es eben, mehr oder weniger dieselbe Wesenheit, ist es hier eben auch, die eben die Wege des Hulks lenken, und zwar zurück nach Hause. Jetzt ist aber so, dass eben auch natürlich wieder die Gamma-Basis aktiv geworden ist und die Hulkbusters nicht unter der Leitung von Ross, weil Ross hat ja... es ist echt schwer, ich muss hier Ordnung reinkriegen. Hier mit Cap ja sein Ärger und ist ja auch schon wieder tot, aber egal. Seine liebe Mühe und hat dementsprechend andere Leute dafür eingesetzt, nun den Hulk zu jagen. Und diese erpressen nun wiederum aber Alpha Flight wegen Sasquatch, weil sie den festnehmen wollen wegen der Sache aus Band 1. Das gefällt Carol Danvers nicht, also überlegt sie sich, hey, wir liefern den Hulk aus, und greift dann wiederum Hulk mit den aktuellen Avengers an. Buff! Geilster Hulk-Fight ever, möchte ich jetzt behaupten. Was das zur Folge hat, noch viel heftiger. Und noch viel heftiger, wenn noch ein neuer Red Hulk am Ende auftaucht. Das Ding ist so mega stark, und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, nachdem das Tor durchschritten ist. Richtig, richtig heftiger Scheiß, was hier abgeliefert wird. Mega. Einfach mega geil. Ich bin echt gespannt, wirklich, wie es weitergeht, was man hier noch rausholt. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch was rausholen kann. Dieser Kampf mit eben den Avengers, richtig geil, ne? Hier ist halt noch schade, dass ich die Storyline habe, die nicht habe, die zu dieser Story führt, die ja bei den Rächern war. Ja, diese, wo das Crossover zwischen den Rächern, ich glaube, die Champion waren mit beteiligt, dann war da ja auf alle Fälle US Avengers waren dran beteiligt. Keine Ahnung, was noch alles für die Secret Avengers müssten auch dran beteiligt waren. Die waren ja da alle beteiligt, um den Hulk zu stoppen. Ne? Und diese Story fehlt mir noch, weil ja, die Hefte habe ich damals wieder hier am Kiosk nicht bekommen. Ich habe versucht, sie zu bestellen. Sie sind nicht gekommen. Da habe ich aber auch nicht so genervt wie jetzt hier mit... dem Joker, weil ich mir sage, ich habe den Rest der Hälfte nicht, ich würde die Storyline zwar gerne haben, aber hey, wenn ihr es nicht kriegt, mir scheiß, egal. Und eigentlich hoffe ich da immer noch auf Nachdruck seitens Panini, aber es sieht wohl etwas schlechter aus, weil das wohl alleine schon 3 Sammelbände wären. Aber vielleicht bringt sie auch Hachette nochmal, aber die Story fehlt mir halt, weil da wird auch nochmal auf den zweiten Red Hulk eingegangen, ne, auf diesen General Maverick, ihr wisst schon, jedenfalls den Hulk mit dem Schnauzbart, ne, worauf hier dann auch angesprochen wird, und das hätte ich eben auch gerne nochmal so als Hintergrundinformation. So, und jetzt habe ich natürlich das Problem, Wochenhighlights, ne, meist habe ich gar kein wirkliches Wochenhighlight. Diese Woche wird es knifflig. So, also von allem, was ich jetzt hier liegen hatte, ist jetzt nur ein Ding an der Seite gelandet. Es waren alles Wochenhighlights. Ganz klar, Uncanny X-Men, richtig stark. Hier raus, richtig stark, einfach diese Joker-Superman-Story. Auch einfach, das hat mich so geflasht, aus diesem Band, allem voran die Storyline mit Maestro. Und boah,
Mega, also gut, wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wären es wohl die beiden, aber Uncanny X-Men 3, ey, es fällt mir so schwer. Es waren alles so geile Wochenhighlights. Mega. Also war eine echt heftige Woche, was das angeht. Ich habe wirklich nur geile Scheiße gelesen. Wow, ne? Also richtig, richtig heftig. Ich hatte auch wirklich Probleme, überhaupt festzulegen, was ich wie und wann lese. Der eine, der von der Bestellung noch auf dem Lesestapel liegt, also es sind ja noch drei Sachen, aber hab ja schon gesagt, hier semi-wichtig, Harley, ne? Die ist ja nicht so wichtig. Aber der eine, der da noch ist, den ich eben, ne? Bin ich auch mega, ne, dass ich den lese. Also ich wusste nicht, wo ich anfangen konnte. Es fiel mir immer schwer. Jetzt nehme ich jetzt den, nehme ich jetzt den, welchen nehme ich, ne? Das war richtig schwer, weil ich eben vorher schon so viel von diesen Sachen eigentlich erwartet habe. Und ja, ich wurde eigentlich nirgendwo wirklich enttäuscht. Ich würde wirklich noch sagen, hier, die Rückkehr von Wolverine, die könnte eben jede x-beliebige Wolverine-Story sein. Nur eben, dass jetzt eben das damit verknüpft wird, dass Wolverine zurück ist. Aber das ist jetzt wirklich nicht so das mega besondere. Aber die anderen Sachen hatten einfach so viel mega Geiles. Ich war echt geflasht von so ziemlich allem diese Woche, was ich gelesen habe. Also lesemäßig, richtig starke Woche. Überraschungspaketmäßig, noch eine stärkere Woche. War richtig heftig irgendwie in der Hinsicht. Also, ja, also, boah, ne, also. Ne, also ihr merkt, also da kann ich einfach wirklich fast alles der Reihe nach durchgängig empfehlen, weil es einfach so stark alles war. Vielleicht waren nicht die ganzen Bände und Hefte stark, wie gesagt, jetzt hier die Birds of Prey Story ist super, ist unterhaltsam, aber die andere Story ist so viel drüber, dass die andere dagegen eben abstinkt. Ne? Und bei Old Man Logan, ja, diese Story da mit Alpha Flight, die ist ganz nett, die macht auch Spaß. Aber die Maestro-Story, die da ja nochmal einen runden Abschluss drunter setzt und die Maestro-Story, also die ja im ersten Band von At Prison losging, Zucker, Zucker. Nun die Punisher-Story, also gerade auf diesem zweiten Teil der Punisher, also in diesem Heft, wo ja noch so ein kleiner, was in der Vergangenheit passiert ist, oh, da möchte ich mehr. Ich möchte den Old Man Punisher, was aber wirklich eben genau zu diesem Zeitpunkt spielt. Also nicht, wo er schon alt ist, kann ja als Rückblende vielleicht verpackt werden, also irgendwas, was hier noch davor spielt, ne? Wo er dann aber immer Rückblenden eben in diese Zeit aus den Anfangstagen hat, ne? Also von den ersten Jahren hat, also, ne? Das würde ich mir jetzt wünschen. Ich möchte kein Old Man Quill oder ein Avengers of the Westland. Nein, ich möchte ein Punisher of the Westlands haben, weil das wirklich so ein Cliffhanger da war am Ende dieses Annuells. Ich möchte wissen, wie das weitergeht, ne? Ah, ja, gut. Also ja, also ihr merkt, also die Woche nur geiles Zeug gelesen und ich kann das wirklich alles nur in den Himmel hinaus loben und darum sage ich jetzt einfach mal Tschüss Leute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.